heutigen Video unboxe ich für dich das Fidget Toy Set, damit du es nicht machen musst. Und da sind echt richtig krasse Sachen drin. Wenn dir das Video gefällt, zeig es mir mit einem Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal für mehr solcher Videos. Und jetzt geht's los. So sieht der Eimer aus. Also ihr seht, der ist voller Fidget Toys und vor allen Dingen sind lauter squishy Sachen drin. Und ihr wisst, ich liebe Squishies und Slime. Dann schauen wir mal rein. Da springt mir doch auf jeden Fall ein Dino entgegen. Den gucken wir uns erstmal an. Habt ihr das gerade gesehen? Der ist auf jeden Fall mega squishy. Schaut mal, da kommen die ganzen Wasserperlen raus und der ist so stretchy. Und es ist sehr bunt. Was mir sehr gut gefällt ist, man kann den Squishy-Ball aus dem Dino rausholen. Dann habt ihr eine leere Hülle, was auch immer man damit anstellen kann. Aber ihr habt auch einfach nur den Fidget-Toy-Ball. Und das fühlt sich ganz, ganz anders an, wenn ihr es knetet. Den könnt ihr auch ganz einfach wieder in den Dino stecken. Als nächstes haben wir so eine Art Flabberwurm. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinge heißen, aber es sieht so lustig aus. Hat auf jeden Fall zwei Augen und es ist wie ein Tausendfüßler und alles bewegt sich einfach. Vor allen Dingen ist es mega stretchy. Ich finde das Ding total witzig. Alle Fidget Toy Fans kennen die Banane, oder? Ich glaube, jeder hat eine Banane zu Hause und die sind so stretchy und klingen total lustig. Die Bananen sind übrigens mit Sand gefüllt und die lassen sich formen und sie bleiben sogar in der Form. Es gibt auch eine Kackwurst, die sieht genauso aus. Richtig lustig. Als nächstes haben wir Schnüre, die sind zusammengebunden. Das müssen wir erstmal aufmachen. Und wenn wir die auseinandergezogen haben, haben wir quasi zwei Würmer. Die finde ich irgendwie am wenigsten interessant. Ich persönlich zumindest. Aber vielleicht ist das ja was für dich. Hui, das zwirbelt aber. Jetzt kommt was richtig Cooles und zwar Bouncing Putty. Das ist so eine Art Knete und man kann die formen und dann ist das wie ein Flummi und ihr könnt ihn durch die Gegend werfen. Erst fand ich die Farbe super interessant und dann habe ich reingegriffen und habe gemerkt, irgendwie hängt es sehr, sehr merkwürdig an den Fingern und es lässt sich einfach nicht verkneten. Also ihr seht, ich habe alles für euch gegeben und habe versucht, eine Kugel zu formen, aber das Ganze hängt einfach wie Matsch an meinen Fingern. Und ich glaube, das ganze Ding ist schon abgelaufen und deswegen kann ich es eigentlich in die Mülltonne kloppen. Schade eigentlich, ich habe mich schon richtig drauf gefreut, ne? Naja, man kann nicht sagen, dass es nicht slimy wäre, ne? Oh mein Gott, die kenne ich noch von meiner Kindheit. Das ist ja lustig. Hier sind lauter Dinos drin, die hier im Kreis wirbeln. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber das sind wie so klitschige Würste, die aus den Fingern schlittern. Und ich sag euch, macht die mal nass, dann sind die noch klitschiger. Das macht auf jeden Fall riesen Spaß und schaut mal, wie robust das ist, ne? Man kann richtig fest drücken und die gehen überhaupt nicht kaputt. sagte sie und es platzte. Deswegen machen wir jetzt schnell weiter mit den Squishmies. Insgesamt gibt es davon 36 Figuren, die man sammeln kann. Und wir gucken jetzt einfach mal rein. Das sind kleine Mini-Squishies. Wir haben ja einmal einen Küken und eine Maus. Oder könnte auch eine Katze sein. Ja, ich glaube, das ist eine Maus. Oder ein Hamster. Mega squishy auf jeden Fall. Und ihr könnt hier auf eure Handyhülle kleben. Dann habt ihr immer einen kleinen Glücksbringer dabei. Und wenn ihr gestresst seid, dann könnt ihr immer ein bisschen mitspielen. Jetzt haben wir wieder Slime. Und ich bin super gespannt. Der steht nämlich drauf. Man muss für die Überraschung in die Dose drücken. Der Slime ist auf jeden Fall richtig dunkelblau. Und ich bin mal gespannt, was passiert. Und der ist richtig gut, aber nicht klebrig. Oh nein, der furzt! Und er sieht wunderschön aus. Vor allen Dingen, wenn ich meine Sterne mit da reinwerfe. Schaut mal, wie stretchy der ist. Aber er ist wirklich nicht klebrig. Der fühlt sich ein bisschen samtig an. Und sieht einfach nur schön aus. Findet ihr das Schmatzen eklig oder gefällt es euch? Vor allen Dingen macht es Spaß, Dinge in Slime einzuwickeln. Und da habe ich mir gedacht, man könnte ja die Squishies einfach mit reinpacken. Das macht richtig viel Spaß. Man kriegt die auch richtig gut wieder raus. Ich glaube, ihr würdet das auch zu Hause machen. Was ich halt auch cool finde, ist, dass es einfarbiger Slime ist. Das heißt, ihr könnt selber den noch verzieren, Glitter reinschmeißen oder wie ich eben meine tollen Sterne. Dann wird das alles schöner. Ich freue mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben, wenn du das Video interessant fandest. Abonniere meinen Kanal, vergesst es nicht, es ist kostenlos. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüssi, Büsli.